Wir machen heute Übungen zu zusammengesetzten Flächen und Körpern und werden diese berechnen. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Wir gucken von der Seite auf ein Haus und sehen den sogenannten Giebel. Und der Giebel ist an der Unterseite 10 Meter lang. Das Haus ist hier 12 Meter hoch und wenn ich die Höhe des Daches nehme, habe ich noch eine Höhe, dann habe ich da nochmal 8 Meter. Und wir wollen diese Fläche insgesamt berechnen. Dann haben wir folgendes Problem, dann sagen wir, was ist es denn nun? Ist es ein Rechteck oder ist es ein was für ein Eck, ein Fünfeck oder ein... Da macht man folgendes, dann sagt man, man setzt diese Gesamtfläche zusammen aus zwei Flächen. Und dann haben wir hier unten ein Rechteck. Wir werden also eine Rechteckfläche berechnen. Und hier oben, mache ich mal grün, haben wir ein Dreieck. So, also A-Dr schreibe ich mal rein. Und dann kann man folgendes machen, dann sagt man die Gesamtfläche, da sagt man A gesamt, das ist der erste Schritt, ist gleich. Und jetzt mache ich es mal farbig, A Rechteck plus A Dreieck. Und so gehen wir dann vor. Und das gleiche werden wir dann mit Körpern auch machen, aber das ist der Lösungsansatz und so gehen wir dann vorwärts. Also, gegeben ist das, was in der Skizze ist, und gesucht ist die Gesamtfläche, A gesamt. So sieht das dann aus. Machen wir mal eine kurze Pause und diskutieren das mal durch. Gut, wir haben jetzt die Formeln praktisch rausgezogen. Es gibt Folgendes, entweder man sagt, man rechnet es einzeln aus und zählt es dann zusammen. Und zwar einzeln ausrechnen, Ergebnis hinschreiben, doppelt unterstreichen, das Grüne einzeln ausrechnen, Ergebnis hinschreiben, doppelt unterstreichen, danach zusammenzählen. Oder man macht es, wenn die Formel nicht gar so groß ist, so, dass man sagt, okay, A gesamt ist, und vorläufig werde ich mal mit Farbe weiterschreiben, Fläche eines Rechteckes ist G mal H und addiert dazu, jetzt in grün weiter, G mal H durch 2. Wobei, ich werde mal rot hier ranmalen, hier habe ich die Höhe des Rechteckes, und hier habe ich die Höhe des Dreieckes, nicht, dass man das verwechselt. Das Dreieckes sind ja nur 8 Meter. Und dann kann man das komplex rechnen, indem man sagt, okay, jetzt mache ich es mal ohne Farbe. Oder doch. 10 Meter mal 12 Meter plus, jetzt geht es in grün weiter, Grundseite des Dreiecks ist glücklicherweise genauso lang. Also haben wir 10 Meter mal 8 Meter, teilt alles durch 8 Meter, teilt alles durch 2 und rechnet es auf einen Schlag zusammen. Wie ihr das macht, mir ist es egal, ihr könnt auch einzeln ausrechnen und danach hinterher wieder zusammenzählen. Ihr dürft es bloß nicht vergessen, zusammenzuzählen. Gut, jetzt rechnen wir das. In der Zeit mache ich Pause. Wer zu Hause ausgerechnet hat, guckt danach nach, drückt jetzt auch Pause. Ja, und jetzt kann man das ausrechnen, 10 Meter mal 12 Meter sind 120 Quadratmeter und 10 Meter mal 8 Meter sind 80 Quadratmeter, aber durch 2 sind 40 Quadratmeter, zusammen 160 Quadratmeter. Bis dahin, und jetzt entwickeln wir gleich mal die nächste Aufgabe, aber bis dahin eine Pause für Fragen. Wem folgende Methode lieber ist, und das wird durchaus praktiziert, der rechnet die beiden Flächen einzeln. Der sagt also ARE, rechne ich zuerst aus ARE. Und schreibt dann eben die Formel hin, G mal H des Rechteckes. Schreibt die nächste Zeile und setzt ein 10 Meter mal 12 Meter. Und hat dann ARE als 120 Quadratmeter. Oh, hat das Quadrat gefehlt. Und schnappt sich dann A Dreieck. G mal H durch 2. Setzt ein. 10 Meter mal 80 Meter, 8 Meter, pardon, 8 Meter, alles durch 2. Jetzt kürzt er hier meinetwegen noch und sagt, das ist eine 4, dann ist es noch leichter, durch 1 ist ja dann egal, 10 mal 4 ist 40 und Meter mal Meter ist Quadratmeter.
und sagt hinterher, so, und jetzt zähle ich die beiden zusammen und sagt, dann muss A Gesamt ja sein, 120 plus 40 ist 160 Quadratmeter, kann man in diesem Fall im Kopf. Und es ist für manchen übersichtlicher, kann man machen, gerne. Ich mache nochmal Pause. Fragen? Ich sagte immer zusammengesetzte Flächen, das hört sich an wie immer mehrere Flächen zusammen. Folgendes Beispiel. Ich mache gleich eine Skizze. Und zwar, ein Gärtner hat folgende Aufgabe. Er hat, ach na, das kann ich in grün mal schnell machen, damit es eine Wiese darstellt. Er hat ein Wiesenstück, das ist meinetwegen 20 Meter mal 10 Meter. Das ist rechteckig. Und er soll darin ein kreisförmiges Beet anlegen mit einem Durchmesser von, sagen wir mal, 8 Metern. Und jetzt ist die große Frage, wie viel Rasenfläche, und jetzt schreibe ich mal Rasen dazu, bleibt übrig. Jetzt ist es auch eine Sache von zusammengesetzten Flächen, aber hier ist der Lösungsansatz folgender. Also, die Lösung besteht nämlich darin, A Rasen, und dann schreibt man ruhig Rasen, wohlwissend, dass A Rasen eine Rechteckfläche ist, ist gleich, und jetzt überlegen wir mal, jetzt fehlt ja plötzlich eine Fläche, die aus einem Kreis besteht, und vorher war es ein Rechteck. Dann sage ich, okay, A Rechteck minus, nee, ich mach's grün, A Rechteck und dann minus A-Kreis. Dann ist das der Ansatz. Und wenn wir die einzelnen ausrechnen, dann müssen wir sie hinterher voneinander abziehen. Gibt es bis dahin erstmal Fragen, bevor wir dann weiterrechnen. Ich empfehle zu Hause jetzt die Pause-Taste zu drücken, das einzeln auszurechnen und wir sehen uns dann mit der Lösung wieder. Ich sage mal nebenbei noch die Formel für die Kreisfläche. A-Kreis ist gleich Pi mal R Quadrat. Das kann man in Tafelwerken nachschauen. So, und Pi reicht für uns, für die Praxis auch grundsätzlich. Pi, diese Kreiszahl, da reicht uns die Genauigkeit von 3,14. So, Taschenrechner braucht man dann alles und so weiter. Vorsichtig, die 8 Meter sind der Durchmesser. Der Radius muss demzufolge sein, also wenn D gleich 8 Meter ist, dann muss R gleich die Hälfte sein, ne? Na denn, wir sehen uns dann wieder. So, jetzt haben wir mal ganz schnell ausgerechnet. Die Rechteckfläche sind 200 Quadratmeter, die Kreisfläche 50,24 Quadratmeter. Und jetzt merkt man, dass dann A Rasen sein muss. Und jetzt muss ich das eine vom anderen abziehen. Und dann kommen wir auf knappe 150 Quadratmeter, also 149,76 Quadratmeter. Habe ich das richtig gerechnet? Im Kopf? Gut. Jetzt habe ich schon Zwischenfragen gehört. Kann man auch rechnen A Kreis? Achtung, das ist falsch, was ich jetzt mache. A Kreis ist gleich Pi mal D. Nein, denn das ist der Umfang. Aber wir probieren es mal aus, was dabei rauskommt. A Kreis ist 3,14 mal 8 Meter. 8 mal, Moment, das ist 48, ist 32, 8 ist 11, 24, 25,12 und jetzt gucke ich mir meine Maßeinheit an, Meter. Oh, eine Fläche ist zur Länge geworden, das geht nicht. Genauso, wenn man, also das ist Mist, ne? Das darf man nicht machen. Denn hier sieht man eindeutig, D, ich nehme die 8 Meter, da kommt was mit Metern raus. Eine Fläche in Metern geht nicht. Da muss irgendwas mit Quadratmeter oder sonst was rauskommen. Andere Variante, typischer Fehler, Achtung, das sind hier immer gefährliche Fehler hier. Achtung, jetzt kommt wieder ein gefährlicher Fehler. Typischer Fehler ist, A Kreis ist gleich Pi mal R Quadrat Pi mal, und jetzt kommt 4 Meter, ach ja, irgendwas mit Quadrat oder so. Ja, ja, so, ne? So, A Kreis ist gleich 3,14 mal 4, 12,56 Quadratmeter. Vorsicht, meine Lieben. Ausführlich ist genauso Quatsch. Nochmal ausführlich. A-Kreis ist Pi mal R Quadrat, also Pi mal R mal R.
Wenn ich das so hinschreibe, kann ich nichts mehr falsch machen, denn jetzt kann ich so rechnen. 3,14 mal 4 Meter mal 4 Meter. Und jetzt kommen auch wirklich Quadratmeter raus und jetzt wird auch 4 mal 4 genommen. Und dann funktioniert es. Noch Fragen? Nochmal zur Kreisfläche. Wir hatten das auch in einem anderen Video, in einer anderen Unterrichtseinheit gemacht. Radio strahlt irgendwie. Das Element Radium ist das Strahlende. Also, der Radius ist ein Strahl. Jetzt nehme ich mal den Durchmesser in Blau. Ein Durchmesser durchmisst etwas. Wenn ich einen Raum durchmesse, gehe ich von der einen Ecke zur anderen. Oder von der einen Wand zur anderen. In diesem Fall, wenn das ein hohler Raum wäre, ein runder, hohler Raum, dann würde ich von der einen Ecke, darf ich gar nicht sagen, von der einen Seite bis zur anderen genau durch die Mitte gehen. Dann hätte ich den Durchmesser. Der Durchmesser ist blau. Wenn ich jetzt aber mal gucke und sage, ich lasse mal den Radius auch in diese Richtung scheinen. Oh, ein bisschen zu schräg. Also genau weitergeführt in einer, auf einer Linie. Dann sehe ich, das Durchmesser genauso lang ist wie zweimal Radius. Dann hätte ich hier einen Radius plus Radius ist insgesamt Durchmesser. Habe ich das ausreichend erklärt? Gut, das zum Prinzip von zusammengesetzten Flächen, lassen wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Entweder es setzen sich Flächen zusammen zu einer größeren Fläche oder das gleiche Rechenprinzip gibt es auch, wenn eine Fläche von der anderen abgezogen wird. Das ist also eine Flächenkombination, könnte man sagen. Wie das zu rechnen ist, kann man sich dann nochmal anschauen oder nochmal anhören im Video oder wie auch immer. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt hier, oder hier vielleicht diesmal einen Link fertigen. Wir machen jetzt noch Übungen und für ein Übungsvideo mache ich dieses hier erstmal zu Ende. Ich mache dicht.